Was geht, Leute? Der Lenny wieder mal hier. Ganz kurz, da so viele Fragen. Ich bin am 8. und am 9. Juni auf der Dokumi in Düsseldorf. Nicht auf der Messe selbst, sondern nur draußen. Und auf der CCXP in Köln bin ich auch. Wir sehen uns. Vor einigen Tagen haben wir uns noch darüber unterhalten, wie unlogisch manche Wechselwirkungen der Pokémon-Typen sind und wie herzhaft wenig Sinn sie ergeben. Das komplexe Schere-Stein-Papier-Prinzip der Pokémon-Welt ist allerdings nicht nur geplagt von Unsinn. Wie es sich gehört, ist der Großteil der Wirkungen sogar sehr nachvollziehbar. Wasser löscht Feuer, Feuer verbrennt Pflanze, Pflanze macht irgendwas mit Wasser und so weiter. Die Menge an Typen bringt allerdings etwas mehr Würze ins Spiel und so kommt es vor, dass manch Reaktion eines Typen auf den anderen auf den ersten Blick nicht so ganz leicht zu verstehen ist. Dafür bin ich ja da und erkläre euch in diesem Video ein paar der logischen Denkweisen der Pokémon-Klassen. In den letzten 20 Jahren hat sich immer wieder mal was geändert an den Typen, weshalb ich vorher anmerke, dass wir hier vom aktuellsten Stand der 7. Generation ausgehen. Außerdem sind das hier alles keine offiziell bestätigten Fakten, sondern Erklärungen, die ich aufgestellt habe. Und wir argumentieren auch nicht mit "Das hat was mit dem Balancing zu tun, dass das sehr effektiv ist", sondern wir urteilen hier nach nachvollziehbarer Logik. Ihr kennt mich. Fangen wir erst mit etwas Normalem an, dem Normaltyp im Kampf gegen andere Klassen. Normal und Kampf haben tatsächlich nicht nur neutrale Wirkung aufeinander, so sind Kampfattacken sehr effektiv auf Normaltypen. Wirkt im ersten Augenblick etwas willkürlich, jedoch ist es nur logisch, dass ein ausgebildeter und leidenschaftlicher Kämpfer um einiges mehr Kraft und Kampftechniken besitzt als ein gewöhnlicher Typ. Somit ist der Kampftyp einfach erfahrener und kräftiger und dem Normaltyp überlegen. Überlegen muss ein Normalo auch erstmal, wie er das Gestein im Kampf vor sich zu brechen kriegt. Normalangriffe sind deshalb gegen Gestein-Pokémon wohl nur halb so effektiv wie gewöhnlich, weil ein barhändiges Wesen nicht ohne Hilfsmittel etwas gegen Stein tun kann. Zerschlägt er den Stein mit der Handkante, ist es ein Kampfmove, der den Stein zertrümmert. Schmeißt er ihn auf den Boden, war es der Boden, der ihn klein kriegt. Haut er mit einem Hammer drauf, war es der Stahl. Da kann das Normal-Pokémon allein den Stein wenig begeistern. Genauso wie Geist-Pokémon. Normalattacken haben keinen Einfluss auf Geister. Und andersrum haben Geistangriffe keinen Effekt auf Normaltypen. Beide Typen sind aufeinander unwirksam und das als einzige beiden von allen Typen. Woran liegt das? Wohl daran, dass Normalität und Paranormalität unterschiedlicher nicht sein könnten. Sie bewegen sich beide in völlig unterschiedlichen Dimensionen und haben keinen Zugriff aufeinander. Geister vertreibst du nicht mit normalen Mitteln. Und normale Mittel sind wenig beeindruckt von überirdischen Wesen. Es sei denn, sie haben eine Psyche. Was die Erklärung dafür ist, warum Geistattacken sehr effektiv auf Psycho-Pokémon sind. Ebenso wie Käfer und Unlicht. Der Psychotyp ist tatsächlich von der menschlichen Psyche inspiriert. Geister, Insekten und Dunkelheit sind das Paradebeispiel für menschliche Ängste, weshalb diese drei doppelten Schaden anrichten. Aber womit bekämpft man Paranormalität denn dann? Na, mit Paranormalem. Warum sonst sind Geisterattacken gegen Geist-Pokémon sehr effektiv? Ein Kampf auf Augenhöhe und beide wissen voneinander, was sie vertreibt. Vollkommen logisch, oder? Bevor wir jetzt aber komplett abheben und uns in überirdischen Fragen verlieren, kommen wir mal zurück auf den Boden der Tatsachen. Und was erwartet uns hier? Eine Wasserschwäche auf Seiten des Bodentyps. Na, wie kommt die denn dahin? Boden-Pokémon leben davon, auf oder als trockenes Bodenmaterial zu leben. Wasser weicht Boden unglaublich schnell auf, macht ihn matschig und schwer und instabil. Ein schön lockerer, feuchter Boden bedeutet meistens auch Fruchtbarkeit. Für Pflanzen ist das natürlich perfekt. Nicht umsonst sind Pflanzenattacken sehr schädlich für Bodentypen. Pflanzen machen sich viel eher den Boden zunutze und ernähren sich von ihren Nährstoffen. Allerdings muss der Boden dafür nicht unbedingt nass sein. Einige Pflanzen machen ebenso kurzen Prozess mit hartem Boden und brechen während ihres Wachstums einfach durch ihn durch. Manche sogar durch Steine. Wenig überraschend, dass der Pflanzentyp ebenso sehr effektiv auf Gesteins-Pokémon ist. Pflanzen sind schon badass. Gibt es überhaupt irgendwas, das sie aufhält? Aber selbstverständlich. Nicht nur Eis und Gift sind die Erzfeinde der grünen Gesellen, auch Flug-Pokémon haben einen Vorteil gegenüber Pflanzen- und Käfer-Pokémon. Das wird zweifelsohne daher kommen, dass Flugtiere bekannt dafür sind, sich von Insekten und Pflanzen oder ihren Erzeugnissen zu ernähren. Sie fressen sie. Und zum Nachtisch ein Eis. Wobei, wahrscheinlich keine gute Idee, Eis ist nämlich eine der Schwächen des Flugtypen. Ich musste erst etwas überlegen, was es hiermit auf sich haben könnte. Normalerweise trotzen Vögel der Kälte ja ganz gut. Sie plustern ihr Gefieder auf, um sich warm zu halten, verkriechen sich in ihren Nestern oder fliegen in den Süden. Da fiel mir auf, all das machen sie, um der Kälte zu entkommen. Sie verkriechen sich oder flüchten vor den niedrigen Temperaturen. Und das nicht nur, weil es kalt ist, sondern auch, weil die Kälte ihnen das Futter wegnimmt. Und Stromüberleitung! Ihr wisst schon,
die Stromleitungen über dem Boden, auf dem die Vögel immer sitzen. Wieso können die das eigentlich? Und warum sind Elektroattacken trotzdem sehr effektiv gegen Flugtypen? Nun, das habe ich mich auch eine Weile gefragt und beinahe wäre diese Wechselwirkung ins letzte Video der unlogischen Effekte gekommen. Jedoch ist das Ganze doch nicht so einfach. Vögel können auf Stromleitungen sitzen und überleben. Allerdings auch nur, solange sie nicht in Kontakt mit dem Mast kommen, der in den Boden führt. Würde das passieren, würde die Spannung von rund 100.000 Volt durch den Vogel schießen und das Tier wäre tot. Wenn ein Flug-Pokémon nun in der Luft ist und eine Elektroattacke abbekommt, so hat er eigentlich keinen Bodenkontakt und die Spannung müsste der Logik nach eigentlich verpuffen. Jedoch gab es tatsächlich schon den Fall, dass Vögel im Flug während eines Gewitters getroffen und schlagartig gegrillt wurden. Ich schätze, wenn die Spannung stark genug ist, reagiert sie trotz allem mit dem im Körper vorhandenen Wasser und die zusätzlich dazu entstehende Hitze gibt dem Ganzen den Rest. Aber wir haben doch hier sicher ein paar Physiker und Physikerinnen in den Kommentaren, die uns den Vorgang noch einmal genauer beschreiben können. Wäre ja nicht das erste Mal, dass mir durch einen Zuschauer eine Wechselwirkung einleuchtet. Ich habe mich immer gefragt, wieso genau ausgerechnet Flugattacken sehr effektiv gegen Kampf-Pokémon sind. Ich habe da nie eine direkte Verbindung zugesehen. Bis mir dann durch einen Kommentar klar wurde, Flug-Pokémon sind um einiges agiler als Kampftypen, können ausweichen und fiese Manöver um das sperrige Kampf-Pokémon herumfliegen. Das ergibt Sinn. Zumindest meistens. Wenn man nicht mit einberechnet, dass so flinke Schläger wie Kikli oder Machomai dabei sind, aber machen wir uns jetzt nicht unsere logische Erklärung wieder kaputt. Es ist, wie es ist. Und so können wir notfalls alle Wechselwirkungen erklären, wenn wir nicht wissen, wie sie funktionieren. Es ist einfach so. Und dieses Video ist zu Ende. Ist leider einfach so. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ich konnte euch ein Stück weit die Wechselwirkungen näher bringen. Wenn euch jetzt auch Typeneffekte einfallen, die eurer Meinung nach gar keinen Sinn ergeben, dann gerne mal ab damit in die Kommentare. Auf dem Weg dorthin kommt ihr an meiner Videobeschreibung vorbei. Dort gibt es auch einmal sämtliche Links zu meinen sozialen Netzwerken wie Twitter, Instagram oder Twitch. Folgt mir auf Twitch, das war's von mir. Im nächsten Video sehen wir uns wieder. Bis dahin, haut rein, Leute. Ciao.